willkommen zu einem neuen Let's Play-Folge zu Alan Wake. Ich bin's Florian, der war heute wieder am Start. Und jetzt geht's mit dem gruseligen Horror-Szenario weiter. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum, ja oder weniger hier hin, zum Holzfällerlager. Wie ihr schon bestimmt mitbekommen habt, wird das nicht ganz einfach werden. Dunkelheit hat uns mal wieder erwischt. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber sie hat uns erwischt. Bis hierhin sind wir beim letzten Mal auch schon gekommen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir noch so kriegen können. Schrot. Schrotmunition brauchen wir immer. So, das Tor machen wir jetzt auch mal auf. Gucken mal, was im Fernsehen läuft. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringt. Ja, ja, die Menschheit hat doch sowieso einen kleinen Knacks weg. So, wir schauen mal. Ich habe keine Ahnung, aber da gruselt es mich schon zu Tode. Wer weiß, was hier wieder ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es herausfinden. Was ist hier passiert? Wieso sind die alle tot? Ja, was machen wir nun? Keine Ahnung. Eigentlich bräuchte ich hier. Müssten wir die Dunkelheit ein bisschen in den Griff kriegen, aber. Aber wenn jetzt ja überall Gegner kommen, dann kann ich auch die Dings von Batterie nehmen. Aber die Dunkelheit will uns mal wieder verschlingen. Ihr seht ja schon, die Dunkelheit, die kommt aus allen Ecken hervorgekrochen. Und wir haben keine Chance, uns mit der Dunkelheit anzulegen, weil wir natürlich wieder mal das schwächere Glied sind. Dann hole ich die Shotgun raus. Dann muss ich meine Gegner dann doch so töten. Keine Ahnung. Alter Charlie, das ist aber nicht gesund hier. Na gut, okay, wir gehen mal weiter. Oh, Scheiße. Tja, wir haben es geschafft mal wieder. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Ja. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ja. Ich habe das mit der Shotgun gemacht. Die sollte man immer bereit haben. Wenn ich es lebend schaffen würde. Aber wir wissen nicht, ob ich es lebend schaffe. Das ist das Problem daran, Leute.
Wir können auch daran sterben. Ja, wenn wir zerdrückt werden hier. In den Monstern. So. So, dann schauen wir mal. Ah, ich hab mal den Revolver wieder hier. So, die Tankstelle wird jetzt uns unser Leben retten. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Naja, so sieht's aus. Aber das Problem ist, hier hat jemand ein Auto geparkt. Hier sind Reifen. Das ist für Schrott. Also das Auto hätte ich ja noch gern genommen, aber nee, leider nicht. Tja, Alice wurde entführt. Keiner weiß, wo sie ist. Dunkelheit. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Gott sei Dank, bin ich froh drüber. Ja, wir können uns heilen. Kontrollpunkt erreicht. Was ist hier passiert? Ja, wieder eine Seite. Manuskript. 5. So. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Komisch. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Oh nein! Darky hat ihn getötet. Ja, es sind jetzt noch... zwei sind das noch. Der Albtraum. Zwei, die wir noch finden müssen. Tja. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Tja. Und nun? Was machen wir nun? Ist ein Benzinkanister, die Tankstelle ist zu. Man weiß, was in der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ja. Ich will ja mal nichts sagen, aber das Auto, das nehmen wir uns dann mal mit. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Oh, ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Tja. Will ja mal nichts sagen, aber irgendwie... 68-jährige Hellfest, viele der Aktionen. Okay, alles klar, hört sich ganz interessant an. Aber hier ist keine Kassiererin, weit und breit nicht. Wo sind wir denn? Ich hätte mir einen Plan mitnehmen sollen. Eine Karte oder so. Mit einem Tresen müsste doch auch mal was sein. Polizeiwache Bright Falls? Oh ja. Die Polizei. Unsere Freunde, Gott sei Dank. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Ja, wunderbar. Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Tja, das sieht wohl miserabel aus für uns. Ziemlich große Nummer. Oh weia.
Die Dunkelheit. Ach. Es hat es nie gegeben, diese Insel. Ah ja. War das nur ein Albtraum? They call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper. Ende von Folge 1. Go to sleep, everything is alright. Oh, das ist ja jetzt schon spannend. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermisst. Alice? Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Right. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. So. Oh, das hört sich ja gefährlich an. Das hört sich gefährlich an. Oh, was ist da wieder passiert? Was? Ist doch richtig. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war's? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest Kaffee aufsetzen. Der wird dich wärmen. Hey, Liebling. Das wird eine lange Nacht. Aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Ah, so sehe ich aus. Also sehr... Alles klar, ich... Alles klar, sie als Fotografin. Wir werden jetzt mal ein paar Räume hier erkundschaften. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Das hört sich herrlich an. Und noch? Folge 2, besessen. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot, ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Tja, das ist ja mal interessant. Ja, wie es weitergeht. Oh, dann schauen wir mal in die Räume rein. Ach, hier ist das Badezimmer. Ach, wie schön, das Badezimmer. Naja, es ist... Ach, das ist mein Schlafzimmer. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Okay. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Ja, wie denn auch? Wie sollen die... Nein. Kaffeemaschine ein. Ja, mal richtig nice hier. Sagen wir mal, eine Wohnung sieht schick aus hier. Kann ich rausgehen? Nein, ich kann. Verdammt, da war auch nochmal. Ah, da war auch. Kaffeemaschine. Kaffee läuft! Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will.
Ach, tatsächlich? Alles geht. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf meinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Okay. Gut, dass ich an der Meinung bin. Und das... Mal die Cover an. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Wo ist der Sicherungskasten? Ach, da. Ach, typisch Amerika. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, wow. Ernsthaft. Ich liebe dich, auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Oh, wie romantisch. Schön, dass das sein. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Ja. Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Ach, danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ja. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ist das ein Sie? Ich kann aber alle vermissen. Komm mal raus. Ach. Mr. Wake? Sheriff Breaker. Alice war verschwunden. Ich brauchte Hilfe, um sie zu finden. Ich war noch nicht bereit zu gehen. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben. Aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Sorten bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Also, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wake. Glaube schon, dass... Sheriff darauf... Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Oh, danke. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht.
Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Aha. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood National Park. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Können Sie das Licht... Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Ja, den Kaffee den mal holen. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich Zaunstein. Ich meinen Schönheitsschlag. Aha, in der Schrottkarre. Okay. Das heißt, ich muss... Gott, was ist das denn? Ein Zettel, ein Manuskript. Gut, ich habe jetzt noch nicht alle Manuskripte zusammen, aber wir sind da dran am Arbeiten. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Oh mein Gott. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Tja, es ist schon wieder mal so schwierig. Der Schrottkarre haben... Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Tja, mal gucken, ob ich jetzt wieder rauskomme. Geschichte. Ich hier wieder rein? Hier rein? Nein, hier kommt rein. Ja, der Hinterhof der Polizei. Vorne raus wieder. Krankenwagen. Freiauto. Hier nochmal ein bisschen auf der Wache umgucken. Mal schauen, was... Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Ah, super. Mal geht's ja heute nicht mehr. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich... Oh. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Tja, könnt ihr mal sehen, wie das hier so abgeht. Ich bin nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht.
Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo sie wohnen, damit ich sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Alter, hey, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Nein, nicht wirklich. Tun die nicht. Kein Interesse. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Oha. Wer ist Max? Ach, wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Das ist doch cool, da freue ich mich. Als Mr. Wake, Alan Wake. Komm ich nicht rein? Komm ich denn hier nicht rein? Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bald reif für die Klapsmühle. Warte hier. Ah, nein, oh nein, oh nein. Reif für die Klapsmühle. Mach ich mir auch hier hin. Was hilft? Oh. Raus. Raus, hallo, ich wollte raus. Ah, hallo. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Ja, das bin ich auch. Im Ernst, ey, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, ey. Du kannst jetzt aufhören. Toll, super. Na super, typisch Kanada.
Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Ja, gut, okay, alles klar. Dann haben wir das. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Okay, ja gut, okay, alles klar, das ist sehr gut. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast, bups, und der sich dann in Luft auflöst? Ja, unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das. Ja, ich mit der Taschenlampe. Könnt ihr mal was sehen, das ne? Ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Ah, toll. Was? Tja, Leute. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, das ist... mag vielleicht gut. Nein, aber gut. Wir gehen jetzt trotzdem hier raus. Nochmal Revolver. Ein Revolver. Ich werde hier warten, Al. Halte die Stellung. Ja, genau, du hältst die Stellung und komm mich da drum. Wie hier möglichst viel. Ah, jetzt mal. Das hört sich an. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Ja. Barry war völlig entsetzt. Ich bin auch völlig entsetzt. Aber ich muss sagen, verdammt geile Story, es lohnt sich das. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Ja, die hatten Alice, sie hatten mich. Die haben aus mir Hackfleisch gemacht. Da wollen aus mir Hackfleisch machen. Komisch. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Ach, Preisrichter sogar noch. Kann man runterfallen. Tja, Leute. So sieht das aus, Leute. Das auch. Ja, super. Jetzt haben wir die Dunkelheit hier wieder in der Wache. Leute, aber an der Stelle werden wir heute auch erstmal machen. Ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder schreibt mal in die Kommentare, wie es
gefällt, die Story und wie die Grafik findet. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, tüdelü.